Mein Name ist Dorothee Imsieke. Ich bin im betrieblichen Gesundheitsmanagement des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück unterwegs. Ich bin Marion Fröhlich. Ich arbeite in der Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir beraten Kunden und Einrichtungen zu Themen rund um das Thema Gesundheit, denn die Gesundheit der Mitarbeitenden ist eminent wichtig heutzutage. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch stolz, die Sparkasse Emsland als unsere Kunden zählen zu dürfen. Dort bieten wir eine Beratung, eine telefonische Beratung für Mitarbeitende und Führungskräfte der Sparkasse Emsland an. Ja, mein Name ist Kerstin Stillbar. Ich arbeite in der Sparkasse Emsland, bin dort mit weiteren Kollegen zuständig für die Personalentwicklung. Und ein Schwerpunkt unserer Personalentwicklungsarbeit ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Andreas Ostisch. Ich bin Vorsitzender des Personalrates der Sparkasse Emsland und bin in Personalunion auch der Vertrauensmann der Schwerbehinderten in unserem Haus. Ich glaube, wenn man mal in sein eigenes Umfeld guckt, weiß man, wie schnell das passiert, dass es da eine persönliche Belastungssituation gibt, zum Beispiel durch Krankheit, Todesfälle oder Pflegesituationen, die auftreten können. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir das denn, diesen Kolleginnen und Kollegen auch ein Angebot dazu zu bieten. Und dann waren uns natürlich ein paar Aspekte besonders wichtig. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können die schnell, unkompliziert und natürlich sehr vertraulich auch ihre Situation mit jemandem besprechen. Ja, und dann haben wir überlegt, wer kann das und sind dann auf die Caritas gestoßen. Und genau diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, sind vollkommen erfüllt worden. Wir haben einige Krisensituationen erlebt bei Mitarbeitern, die Trauer zu bewältigen haben, die berufliche Belastung zu bewältigen hatten. Und gerade in diesen Situationen hat sich ausgezeichnet, dass wir sehr schnell auf fachkundige Hilfe zurückgreifen konnten. Wir haben dort auf der anderen Seite sehr professionelle Kollegen sitzen, Beraterinnen, Pädagogen, Psychologen. Und wir arbeiten jetzt, ich glaube, mittlerweile seit fast 7 Jahren zusammen mit der Caritas und sind wirklich absolut zufrieden mit diesem Angebot.